The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Was bedeutet Umkehr? Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Die alte Natur, aus dem Blut und aus dem Willen des Fleisches geboren, kann das Reich Gottes nicht erben. Die alte Lebensart, die ererbten Neigungen und die früheren Gewohnheiten müssen aufgegeben werden. Denn Gnade wird nicht ererbt. Die Wiedergeburt besteht darin, dass man neue Beweggründe, einen neuen Geschmack und neue Neigungen hat. Wer durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben gezeugt worden ist, ist Teilhaber der göttlichen Natur geworden. In allen Gewohnheiten, in all ihrem Tun, werden solche Menschen ihre enge Beziehung zu Christus zeigen. Wenn aber Leute, die den Anspruch erheben, Christen zu sein, all ihre natürlichen Charakterschwächen und Anlagen behalten, wie unterscheidet sich dann ihre Stellung von der eines Weltmenschen? Sie wissen es nicht zu schätzen, dass die Wahrheit heiligt und verfeinert. Sie sind nicht wiedergeboren worden. Eine echte Umkehr verändert ererbte und gepflegte Neigungen zum Bösen. Die Religion Gottes ist aus festem Stoff gemacht, setzt sich aus zahllosen Fäden zusammen und wird mit Fingerspitzengefühl und Geschick zusammengewebt. Nur die Weisheit, die von Gott kommt, kann dieses Gewebe vollenden. Es gibt viele Stoffarten, die auf den ersten Blick gut aussehen, aber sie halten keine Belastung aus. Die Farben sind nicht beständig und verwaschen sich. Unter der Sommerhitze bleichen sie aus und verschwinden. Das Tuch kann grobe Behandlungen nicht vertragen. So ist es auch mit der Religion vieler Menschen. Wenn Kett- und Schussfäden des Charakters der Belastungsprobe nicht standhalten, dann ist das Material, aus dem es besteht, wertlos. Die Anstrengungen, die unternommen werden, um mit einem neuen Stück zu flicken, verbessern die Lage der Dinge nicht. Der alte, brüchige Stoff weist von neuem ab und hinterlässt einen größeren Riss als zuvor. Flicken hilft nichts. Man kann nur eins tun, das alte Gewand wegwerfen und ein völlig neues anschaffen. Der Plan Christi ist der einzig gangbare Weg. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Die Flickwerkreligion hat bei Gott überhaupt keinen Wert. Er fordert unser ganzes Herz. Jesus gab sein Leben für uns hin. Sollten wir ihm nicht unsere wärmste Zuneigung, unsere heiligsten Ziele, unseren besten Dienst schenken? The Lord is coming. Are you ready?